Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier in Thüringen. Wir werden heute den letzten Kälber umstallen. Wir haben noch drei. Oder so viel Kälber Stall. Die wollen ja zu einem Weibchen, ne? So, wollen wir ganz kurz hier Tor aufmachen. Den Tipp nochmal wegnehmen irgendwann mal. So. Automatisch, ne? Und wir sind bei Eiern. Ja, die Kälber sterben. Verlust 3 oder 4. Aber muss ja nicht sein. Blocking, Dünger, ist einer fertig. Ja, ist fertig. So. Eure Mama ist dicht bei, keine Sorge. Die ist im Nachbarstall. Ne? Tamu. Das sind nur große Kälber geworden, ne? Mit Hörner. So, okay, ausmachen. Und dann kümmern wir uns um unseren Düngerfahrer, ne? Ja, unser. Ein bisschen. Oh. So mit 13 Meter war verkehrt. Da muss man eine Arbeitsplatte liegen, na gut, egal. Oder wir werden das mal gucken. Ersatz. Ungünstig, seid mal ganz vorsichtig. Und aufpassen beim Sammeln, ja, dass wir da mal entsprechend. Oder wir müssen ja einen Kurs ja normal fahren lassen, dass wir im Prinzip den Rest mitbekommen. Ne? Aber er macht ja nichts. Das hatte ich ja gesagt, das schon liegt, macht er ja nicht nochmal neu. Ja. Gut. Weil das hier ein bisschen Verlust, ne? Das muss ja hier auch nicht sein. Ne? Und dann wird der Verlust ja hier dabei bleiben. Okay. Muss ich aber nächstes Mal ein bisschen anders gucken. Von der Arbeitsbreite her, dass da ein bisschen optimaler läuft. So. Fertig war einer hier. Der ist fertig. Bin auch fertig. Geht's rüber zum Feld Nummer 60 und machen das fertig. Dann ist es auch erledigt, wenn man ein bisschen wächst. Schwierig, dann müssen wir mal schwatten. Ja, wenn nicht anders geht, ne? Die Wiese muss ja auch gedüngt werden, aber das machen wir hinterher. Da sind wir schnell, ziemlich schnell das fertig kriegen. Da kommt bald die Rapsernte, ne? Also morgen kann schon passieren, ne? Könnte. Muss aber nicht. Das muss sein, dass ich gesagt geht immer noch. Ein Tag noch nicht, sieht reif aus, aber geht nicht, ne? Kann nicht sein, ne? Also schon gehabt. Hätte auch erstmal links fahren lassen sollen, ne? Ja, gut. Ist mir hinterher schlauer. So, gut. Jetzt auch nichts, wir müssen mal sehen, dass wir mal den Kurs hier hinkriegen. So. Kursgenerierung. Feld 60. Ladewagen. Kurz rechnen lassen. Zurück und noch mal düngen lassen, ne? Dünger reicht ja auch eine Weile. Gut, dann müssen wir sehen. Tach Kuh, das sind unsere Bullen. Gut, dann machen wir hier mal. Dann mal zu, da ist auch zu. Dann werden wir uns den Anhänger zurückfahren zum Kuhstall.
Und dann mit dem Holz fahren, ne? Wir haben noch ein Holz. Wird alles auch fertig übrigens, ne? Sonst kostet der Lohn, ne? Der Motor starten. Fahren wir mich zurück. Ja, bin schwacher Ross hier. Muss ich gerade schon weg aufgehen hier. So. Ich hab noch so Hunger. Problem hat, erst Essen macht. Ja. Wird sich was finden. Müssen. Wie sind das drinne? Am Monitor sind 27 Grad. Wo das hier mal bei euch erst bin, wird es nicht so warm sein. Ja, ein bisschen Holz haben wir noch so liegen. Ach, da ist der andere Traktor mit der Fräse. Ah. Ja, da haben wir doch alles. Den fahren wir jetzt zurück. Auf den Hof. Können wir gleich hier die neue Straße nutzen. Können wir ein bisschen angleichen, könnten wir auch noch machen. Der Mist wieder leer. Anhänger noch nicht voll. Dann warten wir einen Augenblick. Das sind nur feste Einnahmen jetzt, ne? Unsere Goldesel, die schwarz-weißen. So, sind wir da. Die Ernte will ich noch nicht vorbereiten, das ist noch ein bisschen früh. Beziehungsweise, man könnte man schon machen, aber das Holz muss auch mal weggefahren werden. Baugrund schaffen, ne? Neues Sägewerk. Das mal funktioniert. Muss ich erstmal vorher alles planieren, das kostet ein bisschen Geld. Gut, kann stehen lassen. LKW. Kurz mal ein bisschen ab. Über der Kuhweide. Unsere großen Kälber. Ach, Black Mesa. Das ist Half-Life. Mal ausnahmsweise übers Feld, weil auch nichts gewachsen ist. Sonst normalerweise nicht. Zurück zum Kuhstall. Die war noch eine Unebenheit, ne? Irgendwo hier. Na gut, geht so. Den LKW brauchen wir für den Holztransport. Ja, die Kühe maufen das Gras weg. Ne? Das ist ja dieser Bereich, wo sie im Prinzip Gras wegmaufen. Fahren. Da hätten nämlich wenn ja später hier auch die Milch holen könnten, ne? Also müssen nicht, aber könnte.
eigentlich schon unser Gesagt. Können wir auch so mit Holz jetzt, ne? Das Sägewerk kostet eh bisschen Geld. Das werden wir immer sehen, dass wir das müssen wir uns erst verdienen. Irgendwo hier haben wir unseren Fahrzeuganhänger hingestellt. Hoffe ich jedenfalls. Links? Ja, links. Hab's auch noch gesehen. Schatten vom rechten Auge oder so. Oder links? Eule. So, geht dann wieder los mit dem Aufladen, ne? Mit diesen komischen Position 2 ist man nicht so. Nummer 1 an. Und müsste rechts sein normalerweise. Und mit B. So, Aufladen beenden. Und dann fahren wir zum nächsten Stamm. Also wenn ich jetzt mir alles manuell aufladen müsste, dann müsste ich echt auf 9 Tage umstellen, ne? Wäre aber auf Dauer recht langweilig, ne? Wenn wir nur mit dem Radlader theoretisch Holz beladen würden, ne? Das wäre kein Spaß auf Dauer. Wird keine Freude aufkommen auf Dauer. Für euch nicht, aber nur Holz. Für mich auch nicht, weil es nicht vorwärts geht. Dann müssen wir auf Holz verzichten, dann nur Tiere machen. Ne? Dann kommt man mit 3 Tagen ziemlich schnell zurecht, ne, wegen Nachwuchs und so, ne, das geht ja um Nachwuchs. Wenn eine Kuh fast 2 Jahre braucht, um entsprechend Kälber zu kriegen, dann ist es ja zeitlich schon mal sehr, sehr, sehr lange, ne. Wenn wir hier 9 Tage spielen würden, wäre alles mal 4, wäre schon sehr lange. Machen. Ich schmeiß die alle hinten. So. Jetzt vorne fahren. Mal gucken, da liegen noch ein paar. Man muss am besten ein bisschen parallel zum Holz fahren, dann geht es am besten. Die ganz kleinen Dinger, die wenn wir nicht lassen, wo die liegen, das ist ein Problem. Die verdienen sowieso nichts. Aber die ganz großen, da geht schon, ne? So. Da liegt noch einer. Also ein halber liegt auch da noch. Ob den mitkriegen, mal sehen. Und wenn nicht, ärgern wir uns deswegen nicht. Na doch, er will mit. Bei das Sägewerk kann man sowas so nicht anfangen. Höchstvolle, ganz kurze Bretter, ne? Dicke, lange Stämme, da macht man viel Bretter aus. Oder zumindest sind auch Stämme, ne? Wer einmal Holz gekauft hat, der weiß, wie teuer so ein Balken sein kann, ne? Hinten geladen. Das passt. Hinten ist auch okay. Vorne ist ja auch voll, ne? Soll ich weiter auf, das ist nicht gut.
Weil die ganz kurzen macht das nichts, aber die ganz langen, gut, hinten liegt nicht ganz so tragisch. Also hinten. Aber dann müssen sie am Boden schleifen, ne? Das wäre auch fertiger schlecht, ne? Das ist gerade beim Fahren ungünstig, ne? Aber gut, was soll's. Vielleicht rutschen die noch ein bisschen. Aber es glaubt, da passiert nichts. Wenn es nicht soll, passiert das nicht. Wenn es passieren soll, klappt das nicht. Nur umgekehrt. So, liebe Zuschauer, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich danke es. Ich danke, Dankeschön fürs Zuschauen. Ja, schönen Dank dafür. Auch an alle, die mal fleißig geliked und mal auch mal abonniert haben neu. Kann ja sein, möglich ist ja alles, ne? Seid mal tschüss und ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.